Moin. Nachtarbeiten ist schwierig. Die Lichtausbeute bei den Fahrzeugen ist nicht unbedingt gigantisch. 6 Volt, 1,5 Watt, wie 1950 beim VW Käfer. Das Problem ist ja immer, wenn man große Geräte dranhängen hat, dass man beim Wenden meistens die Spur nicht mehr findet oder schwer findet, je nachdem wie die Wetterlage ist. Deswegen zeige ich euch mal hier, wie man etwas mehr Power in die Beleuchtung reinkriegt. Wenn ihr fertig seid, habt ihr das Ergebnis. So sieht es dann aus. Das muss natürlich nicht so stark sein. Ich habe jetzt hier, das seht ihr nachher in der Beschreibung, richtig Vollgas gegeben. Man kann das auch realistischen Verhältnissen anpassen. Von den Dateien, die ihr ändern wollt, solltet ihr euch unbedingt Sicherungsdateien anlegen, damit ihr hinterher auch in der Lage seid, die Fahrzeuge wieder in den Originalzustand zurückversetzen, wenn ihr das wollt. Unten steht der Link, da habe ich ein Video drin, da beschreibe ich ganz genau, wie das gemacht wird. Wir gehen im Steam-Verzeichnis auf den Farming Simulator, auf Verwalten, lokale Dateien durchsuchen, anschließend auf Data, öffnen die Datei Vehicles. Ich habe mich hier für den JCB Fast Track 8330 entschieden, dem mal ein bisschen Power ins Licht reinzuhauchen, den öffne ich entsprechend und dann mache ich mit dem Notepad++ Editor die i3D File Format Datei auf. Dieser ganze Block, den ich hier markiere, beschäftigt sich nur mit den Fahrzeuglichtern. Wir gehen hier oben rein in die Zeile Range, da steht im Original 20 drin. Ich ziehe das jetzt von oben bis unten durch und ändere überall, beziehungsweise setze überall eine 3 davor. Das ist nicht unbedingt erforderlich, ist aber jetzt mal zum Zeigen einfach. Vor allen Dingen sieht man hinterher oder hat man im Ergebnis halt gesehen, dass sich wirklich was tut. Man kann hier auch entsprechend von mir aus 120, 110 eingeben, entsprechend die Leuchtweite wirklich so anpassen, wie man das möchte, damit es einigermaßen realistisch aussieht. Wenn man da natürlich 1000 eingibt, dann habe ich die gesamte Spielfläche beleuchtet. Das muss ja nun auch nicht wieder sein, man will ja das einigermaßen realistisch haben in der Spielewelt. Okay, wenn das gemacht ist, anschließend die Datei speichern und das Spiel neu starten und entsprechend schauen, was draus geworden ist. So, den Mähdrescher, den ändern wir auf die gleiche Weise. Wir öffnen wieder die Data Vehicles Datei, suchen den entsprechenden Mähdrescher raus. Ich habe hier den Klaas und das ist wieder der ganze Block Licht, der wieder geändert werden muss. Ich ändere hier bei dem Fahrzeug mal jetzt das Ganze, indem ich überall eine 2 davor setze. Das wird reichen, der hat da von Haus aus schon eine bessere Lichtausbeute. Mal sehen, wie es dann aussieht, beziehungsweise ihr habt das schon gesehen, wie es aussieht. Die Zeile, die hier steht, in der Mitte, die brauchen wir nicht. Aber die drunter, die müssen wir noch ändern. Und wie gesagt, hier seid ihr auch frei in der Entscheidung. Viel Licht, wenig Licht, je nachdem, wie man es möchte. Die Zeilen brauchen wir auch nicht ändern. Gut, wenn der Block dann fertig ist, wieder speichern. Und das war's mit der Lichtweite. Bei sehr breiten Geräten, so wie dem Sprayer hier, verschwindet das Ende des Gerätes auf dem Schatten. Angenehmer ist es zu arbeiten, wenn man das einigermaßen sieht, damit man auch die Spur wieder findet. Und wie das jetzt geändert wird, das zeige ich euch jetzt in dem Teil, der jetzt kommt. Wir gehen wieder in die Datei rein, öffnen, wie vorher auch schon gehabt, das Ganze, machen wieder das i3D Fileformat auf. Gehen wieder in die entsprechenden Zeilen rein und suchen jetzt Cone Angel. Diese Zeile bezeichnet den Lichtaustrittswinkel. Ich ändere jetzt hier dementsprechend, dass ich überall eine 1 davor setze. An den Zahlen, an den Werten, an dem schon eine 1 davor steht, tausche ich die 1 gegen eine 2. Und so ziehe ich das bis unten durch. Und was dabei rauskommt, habt ihr ja gerade im Vorspann gesehen. Der Lichtaustrittswinkel vergrößert sich und man sieht mehr vom Gerät. Selbst wenn ihr hier 1000 eingeben würdet, ändert sich das nicht, weil das technisch bedingt ist. Ein Scheinwerfer, der kann halt nun mal nicht nach hinten rausstrahlen. Irgendwo sind mal Grenzen gesetzt. Aber ich denke mal, das bringt schon viel mehr, als es vorher war. Gut, wenn das dann erledigt ist, entsprechend die Datei wieder speichern, Spiel wieder starten und mal sehen, wie man damit arbeiten kann.